Als nächstes bereitet sich vor Manuel Eison. Hallo. Danke. Auch der 18. Mountainbike-Marathon in Wiesenrode, der mit dem nunmehr 15. Bergzeitfahren am Abend des ebenfalls 15. Juni begann, wurde wieder ein Höhepunkt für die 370-Seelen-Gemeinde, die zur Stadt Mansfeld gehört. Mehr als 70 Biker begaben sich im Abstand von etwa einer Minute auf die professionelle Abfahrtsrampe mitten im Ort, um die mehr als 100 Höhenmeter auf 700 Meter Strecke in Bestzeit zu bewältigen. So auch Felix Jakob aus Annarode hier im Bild. Mit einer Zeit von 2 Minuten und 44 Sekunden konnte er sich im guten Mittelfeld platzieren, brauchte allerdings eine ganze Minute länger als der Sieger des Bergzeitfahrens Florian Anderl. Zahlreiche Zuschauer, längst nicht nur aus Wiesenrode, säumten wieder die Strecke und sorgten für Stimmung. Unter ihnen auch der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Mansfeld, Andreas Koch. Auch er wusste davon, dass das die letzte Veranstaltung unter Leitung der Organisatoren Lars Gobrecht und Dirk Walinski sein würde. Die beiden hatten vor 18 Jahren die Idee zu dem beliebten Mountainbike-Marathon in Wiesenrode gehabt und diesen über die Jahre mit viel Herzblut und Engagement, unterstützt von hunderten Helfern, organisiert. Gleich mehrere bürokratische Hürden, die ihnen auch in diesem Jahr wieder in den Weg gestellt wurden, waren schließlich der Grund, dass die beiden Familienväter hinschmissen und der diesjährigen Veranstaltung den Beinamen Finale gaben. Doch sollte das wirklich das letzte Rennen sein? Ja, also ich finde ja mit dem Finale, ich vergleiche das immer mit Pink Floyd, hatte damals der Roger Waters gesagt, ich löse Pink Floyd auf, und dann haben die anderen gesagt, du heißt nicht Pink Floyd, du heißt Roger Waters, du kannst die Band nicht auflösen. Es geht weiter oder soll weitergehen, wir machen mit. Ja, wie es aussieht, geht es ja vielleicht auch weiter. Ja, auf alle Fälle. Also so ist unser Plan, ja. Wir wollen das versuchen und es sollte noch so passieren. Nun, darüber würden sich sicher nicht nur Hartmut und Michel freuen, die den Fahrern auf halber Höhe schön einheizten. Ohne Mountainbike-Marathon würde den Wiesenrödern etwas fehlen. Da waren sich auch im Start- und Zielbereich alle einig. Übrigens, der Sieger des Bergzeitfahrens 2019 war wie bereits erwähnt Florian Anderle. Er machte in diesem Jahr das Triple voll, hatte auch 2018 und 2017 gewonnen. Am nächsten, also am Morgen des 16. Juni 2019, herrschte dann wieder reges Treiben in den Straßen von Wiesenrode. So hieß es für die meisten Parkplatz suchen, Startunterlagen abholen, umziehen und das Bike startklar machen. Nun war er also da, der Tag des 18. Rennens, des Finales, des voraussichtlich letzten Mountainbike-Marathons in Wiesenrode. Heute das sogenannte Finale, also angeblich soll es die Veranstaltung nicht mehr geben. Was sagst du dazu? Das ist natürlich sehr schade. Aber wir drücken alle die Daumen, dass sich dann doch noch jemand findet, beziehungsweise die bürokratischen Hürden etwas runtergenommen werden, dass es dann doch vielleicht weitergeht. Wie oft warst du schon dabei? 5-6 Mal auf jeden Fall schon. Gut, was hast du denn heute vorhin? Ne? Einfach nur ankommen. Ja, ich habe das gelesen, gehört, dass es heute das Finale sein soll und die Strecke soll ganz schön sein. Es sind viele Starter immer da. Es ist im Harz, gar nicht so weit weg. Ich komme aus Göttingen. Und von daher verstehe ich das Ganze nicht. Ne? Was jetzt Bürokratie etc., das ist ja vielleicht ein Argument. Aber es gibt ja sehr viele Rennen gerade in der Nähe, im Thüringer Wald, auch im Harz, im Solling, die dann auch von den Teilnehmerzahlen nicht mehr so gut besucht sind. Und dann stellt sich natürlich auch die Finanzierungsfrage. Ne? Und hier hört man, dass das eigentlich so eine rundum traditionelle Veranstaltung ist. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass die Politik, die Kommune, dass sie zusammen auch für die Region das Ganze nicht hochhalten, dass so einfach so ein Stück vielleicht Fahrradtradition dann hier wegbrechen könnte. Deshalb bin ich heute hier, um teilzunehmen und das Ganze irgendwie auch zu zeigen, so viele Starter,
Das ist ja eigentlich heute eine kleine Demonstration für den Bikesport. So, heute soll das ja die letzte Veranstaltung sein hier. Was ja. Sagt ihr dazu? Schade. Ja, schade, ja. Heute schon öfters dabei hier? Ja. Ja, schon seit etlichen Jahren, ja. Warum soll das die letzte sein? Was meint ihr? Tja. Neue Auflage nicht gekriegt. Ja, ich glaube auch, ja. Viele Parkplätze, meinst du das vor da? Die beiden Jungs zählen seit Jahren zu den fleißigen Helfern der Veranstaltung, die bei der Vor- und Nachbereitung, im Start- und Zielbereich, vor allem aber auf der Strecke, jedes Jahr unverzichtbar waren. Und sie haben recht, so ging es tatsächlich auch um die Pkw der Teilnehmer, die während der Zeit des Rennens zumeist auf der Kreisstraße in Richtung Fatterode geparkt wurden. Das durfte laut Verwaltung nicht mehr sein und warf neue Probleme bei den Veranstaltern auf, die sie letztlich jedoch mit dem Parkplatz auf einem Feld ganz gut in den Griff bekamen. Jetzt dazu, dass das letzte Mal sein soll? Nein, das glaube ich nicht. Das müssen wir abwenden. Also es muss weitergehen? Es muss weitergehen, genau. Warum? Was bringt das für einen Ort? Na, der Zusammenhalt, die Geselligkeit, alles, das ein bisschen. Nicht so einsam ist so auf dem Dorf, ja? Genau. Aber es ist anscheinend schwieriger geworden, das ja, zu organisieren. Ja, ja. Pünktlich um 9 Uhr startete dann die erste Gruppe. Genau 30 Männer, die 3x30 Kilometer durch Wald und Feld biken wollten. 4 Stunden und 1 Minute brauchte der schnellste von ihnen, mit Namen Peter Herrmann. Mit einem kleinen Zeitabstand starteten dann die 96 Damen und Herren der 60-Kilometer-Runde. Hier siegte Florian Anderle, der auch das Bergzeitfahren gewonnen hatte. Er brauchte 2 Stunden und 35 Minuten. Einer der 96 war Julian aus dem Eichsfeld. Ich bin ganz traurig, dass es zum letzten Mal stattfindet. Ja, nee, hat viel Spaß gemacht wie immer und ich hoffe auf ein gutes Rennen heute. Bedingungen sind ideal, ich freue mich. Stimmt, wettermäßig ja. Super heute. Ja. Dann viel Spaß. Danke. Wir sind völlig traurig, dass es das letzte Mal ist. Also von mir war es eine Lieblingsveranstaltung. Ja, im Mannsfeldischen. Wie oft hast du mitgemacht? Mindestens 10 Mal. Und nie gewonnen. Ja. Erstes Mal und wahrscheinlich letzte Mal. Naja, ich habe gehört, das ist eine schöne Veranstaltung und es soll wohl interessant werden. Also von daher wollte ich es mir gerne mal anschauen. Und mit Kamera. Da ist ja auch das letzte Mal. Ja, ist tipptopp ausgestattet hier, ja, dass man alles noch ordentlich aufgenommen werden soll. Sie kommen ja nicht mit ihrem Großen. Mit Abstand die meisten Radler, nämlich 185, entschieden sich für die 30 Kilometer. Schnellster auf dieser Runde war Christopher Maletz aus Weißenfels in 1 Stunde und 14 Minuten. Der steile Berg bei Rammelburg wurde so manches Jahr zu einer der Schlüsselstellen des Mountainbike-Marathons. Diesmal waren die Verhältnisse nahezu optimal. Trotzdem wurde ein Rettungsteam des ASB Aschersleben genau hier stationiert. Die Rettungssanitäter Cindy und Alex waren zum ersten Mal präsent. Mit was für Verletzungen müsste man hier rechnen? Ja, ganz besonders halt mit Brüchen, offenen Wunden und ja, Verstauchungen, ja, solche groben Verletzungen. Könntet ihr aber mit üben? Ja, freilich. Dafür wurden wir ausgebildet. Ja. Kein. Auch Fahrrad? Nee, ich selber fahre außerhalb mal so zum Bahnhof kein Fahrrad. Und ziehst du ein bisschen den Hut vor den Leuten hier? Definitiv, also
Respekt vor, was hier runterfahren. Wir sind vorhin mal zu Fuß runtergelaufen und das hat mir gereicht, hier zu Fuß runterzulaufen. Ich würde ja mit keinem Fahrrad runterfahren. Ein Stück weiter drin im Wald auf dem Weg zum legendären, nicht enden wollenden Anstieg namens Hammeldrift treffen wir auf Hannes. Er gehört zum Radsportteam MTV Schöningen, einem Ort zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Mit routinierten Handgriffen macht er sich daran, einen Platten zu reparieren, den Schlauch zu wechseln. Das funktioniert auch gut und in passender Zeit. Nur die Luftpumpe, die ihm gereicht wird, will nicht so richtig passen. Dabei darf gefragt werden, ob es viel Sinn macht, ohne Luftpumpe überhaupt einen Ersatzschlauch einzupacken. Muss ich einfach draufdrücken hier? Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung. Ja, muss einfach das gehen. Da kommt doch nichts. Doch. Doch irgendwie musste es jetzt weitergehen. So nimmt er das Angebot der Helfer vor Ort gern an, den Reifen mittels Traktor aufzupumpen. Der junge Mann selbst und auch die Umstehenden sind froh, dass nichts weiter passiert ist. Doch der Schlauch ist nicht mehr zu retten. Alle Biker auf der Strecke werden gefragt, ob sie einen 29er Schlauch dabei haben, den sie entbehren können. Doch das gestaltet sich schwierig. Irgendwann hält jemand an und trennt sich von seiner Sicherheitsreserve. Hannes ist froh und macht sich sofort an die Arbeit. Diesmal passt er besser auf und beendet die Luftzufuhr rechtzeitig. Wenige Minuten später kann er wieder aufsitzen. Auch die Helfer sind froh, unterstützen sie doch, wo sie können. Immer, solange wie es machbar ist. Du hast gerade gesagt, ihr habt jahrelang gesagt, ihr braucht einen Kompressor. Ja, es war jedes Jahr und sind Leute hier gekommen mit Platten. Und ja, dieses Jahr mit dem Trecker, klar, hat gepasst. Warum nicht? Ja, das war immer, die Luftpumpen, das geht alles nicht schnell genug. Ja, bei den Fahrern ist ja klar, kommt es auf die Zeit drauf an. Du machst gerade eine kleine Pause. Genau. Warum? Was ist los? Erschöpft. Erschöpft. Hast du das nicht so schwer vorgestellt? Wie machst du eine Runde, ja? Ja. Also du hast schon Angst vor dem nächsten Anstieg? Nee. Schaffst du noch, ja? Ja. Ja. Bist du nächstes Jahr wieder dabei? Nächstes Jahr ist ja wahrscheinlich nicht mehr. Schade, aber, oder? Ja, sehr schade. Wo trainierst du? Ja, eher privat, so im Kreis von Leipzig. Das sind natürlich nicht so viele Berge, ne? Nee. Im Ziel angekommen, stand dann für alle die Gemütlichkeit wieder im Vordergrund. Obwohl trotzdem jeder wissen wollte, wie er abgeschnitten hat. An den Ergebnislisten führte deshalb kein Weg vorbei.
Doch auch die Diskussion, ob und wie es im nächsten Jahr mit dem Mountainbike-Marathon in Biesenrode weitergeht, nahm noch einmal Fahrt auf. Ich möchte mich an Spekulationen dazu noch nicht beteiligen. Es sind laufen Gespräche, es möchten welche weitermachen. Dazu muss vieles passieren, es müssen sich die richtigen Leute finden. Für Lars und mich ist Schluss. Wir genießen das heute hier nochmal mit über 300 Startern. Und ab morgen startet irgendwas neu. Genau. Also das Finale an sich war ein voller Erfolg eigentlich. Das Finale war ein Erfolg, ja. Es waren viele Fahrer da, die extra nochmal hergekommen sind. Weil es könnte ja auch Schluss sein, die wollten Biesenrode nochmal genießen. Das Wetter passt, wir haben alles gegeben, ringsrum läuft alles. Wir sind zufrieden. Wir haben angefangen mit 60 Leuten, glaube ich, irgendwann 2002. Das Ding ist ganz schnell gewachsen und wir haben es versucht, ständig auf einem hohen Niveau zu halten. Wenn man ein bisschen in den Harz hochguckt, sieht man, wie ein Rennen nach dem anderen ausstirbt. Wir wollten das hier nicht, wir haben ein gutes Rennen immer gemacht. Und ja, schöne Arbeit. War sehr schön, der Schlamm, der stört mich, ja, aber ansonsten konnte ich schön Gas geben. Okay, also nur der Schlamm? Ja, nur der Schlamm. Ich habe ja auch trockene Stellen. Ansonsten, ja, das war sehr schön. Das war sehr schön zum Hochfahren und bin ja auch Zweiter geworden. Sehr gut. Sehr gut. So, was sagt die Zwerwälder-Wurst? Die Zwerwälder-Wurst ist zufrieden. Die hat mit dem Rennen und auch so? Kann man danach, ja, klar. Wie die Runden drehst. Hat alles gut geklappt. Also perfekt, ich bin zufrieden. War schlammig, aber dementsprechend, was ich leisten kann, habe ich es gemacht. Und ging zu Jürgen, einem der wenigen Fahrer, die alle 18 Mal dabei waren. Ja, ich war von Anfang an dabei, 2002 das erste Mal. Ich habe mich wirklich gefragt, wo die Jungs die ganzen Hünden mit herholen. Die Strecke war jedes Mal super und es war jedes Mal richtig doll anstrengend. Wir hoffen, ja, es geht weiter. Wir werden sehen, was passiert. Ich war 18 Mal dabei. Und? Das hat immer Spaß gemacht. Ja, also, denk mal zurück vor 18 Jahren. Das ging entspannt los. Platz 13 bis Jahr 18. Im ersten Rennen. Und heute? Das weiß ich nicht. Das will ich wahrscheinlich heute gar nicht wissen. Und auch Christian aus Sangerhausen stellte richtig, dass er nicht zum ersten Mal dabei war. Bist du zum ersten Mal dabei? Nein, zum 18. Mal. Nein, du bist auch einer von denen, die immer dabei waren? Ja, ne? Von Anfang an. Cool. Und erinnerst du dich an die erste Reise? Ja, ich weiß noch genau, wie es war, ja. Da stand ich mit Krämpfen an der Hammeldrift. Ja. Aber da hast du dich inzwischen... Diesmal ging es, ich bin gut durchgekommen. Ja. Trotzdem es begann ein wenig zu regnen, ließ sich kaum jemand der Teilnehmer und Gäste die Siegerehrung entgehen. Sie begann mit den 30 Kilometern in den verschiedenen Startklassen und endete mit den 90 Kilometern. Leider stiegen in diesem Jahr bis auf eine Ausnahme keine Lokalmatadoren aufs Treppchen. Einzig Ingo Schäbe vom Biesenröder Verein hier in Roth belegte in seiner Altersklasse über 30 Kilometer den dritten Platz. Er brauchte dafür eine Stunde und 33 Minuten. Recht unspektakulär und ohne großes Tamtam ging die Ära der Begründer des Mountainbike-Marathons in Biesenrode, Lars Gobrecht und Dirk Walinski, also zu Ende. Vielleicht ein Zeichen, dass es doch weitergeht. Im nächsten Jahr, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort.